Mein Name ist Zweta Meschka-Powitz. Ich arbeite seit 2014 in der Bibliothek Geschichte und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin. Habe klassisch die Ausbildung gemacht zu FAMI, man kennt es auch als Bibliotheksangestellte, und habe mich dann vor 2 Jahren auch erfolgreich auf die Leitung des Thekenteams hier beworben. Also mache ich die üblichen Geschäfte, Medienrückgabe und Verwaltung, aber auch ein bisschen Organisationskram hier. Ja, ich bin bei den Tätigkeiten eigentlich gar nicht so wählerisch. Also das meiste macht mir eigentlich Spaß. Es ist schön, einen vollen Bücherwagen zurückzustellen und dann einfach wieder Ordnung zu haben. Es ist aber auch schön, wenn man in der Verwaltung alles abgearbeitet hat. Die Beratung unserer Nutzerinnen und Nutzer ist natürlich auch eine schöne Sache, gerade wenn man eben am Ende des Gesprächs der Person irgendwie weitergeholfen hat oder es vielleicht weiterleiten muss, aber am Ende eine Klärung von der Problematik hat. Ja, also gerade am Anfang im Lockdown war es schon merkwürdig, mit meiner Chefin hier allein zu sein, weil wir diejenigen waren, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren mussten. Und dann wurde auch die Heizung hier im Haus abgestellt, weil ansonsten niemand im Haus war. Das war ein bisschen frostig. Im weiteren Verlauf war es natürlich die Trennung von den KollegInnen. Also wir sind zwar ziemlich eng im Team, aber es war schon ungewöhnlich, dass man manche Personen wirklich über Monate gar nicht in echt gesehen hat, sondern nur täglich miteinander telefoniert hat, um da auch eine Übergabe sicherzustellen oder sich später dann in diesen Videokonferenzen gesehen hat. Also das war, denke ich, für alle am merkwürdigsten, aber hat auch das Fazit gebracht, dass wir an sich ein gutes Team sind. Also auch damit konnten wir umgehen. Bibliothek der Zukunft. Also für mich ist Bibliothek immer ein Ort der Teilhabe, egal ob es jetzt eine wissenschaftliche Bibliothek ist oder eine öffentliche Bibliothek. Das heißt, für mich muss da gegeben sein, dass es einen barrierefreien Zugang gibt, dass es idealerweise auch nicht daran hängt, große Beitrittskosten zu haben, sondern es möglichst niedrigschwellig zu machen und möglichst allen Bedürfnissen der NutzerInnen gerecht zu werden. Und das ist eben nicht nur immer so elektronische Medien bereitstellen, Online-Ressourcen etc., sondern eben auch dafür zu sorgen, dass gedruckte Werke, die wertvoll sind, in ihren Inhalten bereitstehen. Ja. Okay, Lieblingsplatz bei uns. Wir sind relativ schmucklos, aber haben den Vorteil, dass wir überall Teppich- und Fußbodenheizung haben. Von daher ist es eigentlich an den meisten Ecken recht kuschelig, auch relativ privat. Wir sind ja nicht so überlaufen bei uns hier in der Bibliothek. Und das wird von vielen auch geschätzt. Also das kriegen wir häufig als Rückmeldung. Von daher sind wir sowieso immer die Besten. Ich bevorzuge das Printexemplar. Das ist einfach was anderes, das in der Hand zu halten. Ich möchte auf jeden Fall die Bohrmaschine besitzen und die Waschmaschine. Vieles andere kann man leihen. In dem Fall entscheide ich mich für das Sachbuch. Science Fiction ist nicht meins. Ich bin eher der Serientyp als der Podcast-Typ. Und ich bin eher die Realistin.